Eigentlich haben es unsere Keulkarpfen gut. Es gibt einen Futterautomat, wo sie regelmäßig alle Stunden ein paar Krümel Futter bekommen. Da kann man schon mal vor Freude eine Delfinvorführung machen. Und die ganz Mutigen fressen Carola sogar aus der Hand. Wenn da nicht dieser blöde Fischreiher wäre. Wie man ganz deutlich im Futterring sieht, hat er die Käuschen so verschreckt, dass sie sich nicht mal ihr Futter abholen. Nachdem er komplett alle Frösche und sehr, sehr viele von den kleineren Käus, von den jüngeren Käus gefressen hat, mussten wir uns was einfallen lassen. Wie man sieht, sitzt er nicht nur einfach am Rand und pickt da ins Wasser, sondern der stürzt sich sogar richtig in die Fluten. Carola hatte eine Reihe Attrappe gekauft. Ja, die sah aber erstens war sie viel zu klein und die sah nicht so toll aus. Dann einen professionellen Reiherschreck mit Laser und so weiter. Das hat ihn überhaupt gar nicht interessiert. Also habe ich mir was einfallen lassen mit elektrischer Luftpumpe und Bewegungsmelder. Das scheint zu funktionieren. Bis jetzt waren noch nicht wieder da. Das Problem ist allerdings, das reagiert natürlich auch bei der Ente und bei Vögeln. Und dann geht das Ding im Ofen runter und wenn der Hund mal zum Wasser trinken geht, dann geht das Ding auch hoch. Und naja, es sieht auch nicht so toll aus. Ich kriege jetzt jedenfalls Ärger mit meiner Frau und ich glaube, wir müssen uns da noch was anderes einfallen lassen.